Herr Dr. Bause, die Operation, also der Gelenkersatz, ist ja der Worst Case bei rheumatoider Arthritis. Gehen da die Fallzahlen angesichts besserer Therapiemöglichkeiten allmählich zurück? Ja, wir versuchen natürlich durch die neuen Medikamente auf unserer Seite diese Krankheit so gut zu behandeln, dass wir als Operateure gar nicht mehr tätig werden müssen. Das gelingt auch zunehmend, jedoch noch nicht vollständig. Also die Therapien sind deutlich besser geworden. Wir müssen Gott sei Dank weniger operieren. Trotzdem ist es so, dass nicht alle Rheumatiker auf diese Medikamente ansprechen und auch nicht alle Gelenke eines Rheumatikers auf diese Medikation ansprechen, sodass wir weiterhin gezwungen sind, Kunstgelenke einzubauen, um zerstörte Gelenke so zu rekonstruieren, dass es für den Patienten wieder lebenswert wird, dass er am normalen Leben teilnehmen kann. Und das ist leider so, dass das auch in der heutigen Zeit noch relativ viele junge Patienten trifft, also auch junge Rheumatiker, wo diese Medikamente dann nicht so gegriffen haben, sodass wir dann gezwungen sind, das auch in jüngerem Alter schon zu implantieren, was wir natürlich möglichst vermeiden möchten. Ja, das ist ganz klar. Ja. Was sind die Besonderheiten bei solchen Operationen? Beim Rheumatiker sind viele Sachen zu beachten, die bei einem normalen Arthrosepatienten, also bei einem Patienten mit einer Verschleißerkrankung, nicht von Bedeutung sind. Und da sind zum einen ist zu bedenken, dass es sich um Patienten handelt, die eine Immunsuppression haben aufgrund ihrer Medikation. Auch die Krankheit alleine führt schon zu einer verminderten Abwehr. Und häufig sind noch Hautschäden vorhanden durch Cortisonhaut, sodass dann bei gleichzeitig noch bestehenden Durchblutungsstörungen, Infekte einfach relativ häufiger sind bei Patienten mit einer rheumatischen Grunderkrankung. Und das müssen wir berücksichtigen. Ja, das ist eine Besonderheit dabei. Das müssen wir immer in Betracht ziehen und müssen uns auch der Verantwortung bewusst sein, Gelenke zu ersetzen mit diesem Risiko. Heißt es, dass auch an den künstlichen Gelenken selbst Infektionen auftreten können? Ja, das ist sogar eine Besonderheit. Wenn Bakterien in ein Gelenk eindringen können, in dem eine Prothese sich befindet. Das kann passieren durch einen Infekt am Fuß, das kann ein Zahninfekt sein, durch eine Verstreuung über die Blutbahn. Wenn sich diese Bakterien dann an der Prothese anhaften, können sie von dem Körper nicht bekämpft werden und können sich dort vermehren. Sie besiedeln quasi die Prothese und das ist eines der Risiken, das man sich immer bewusst sein muss bei der Implantation. Ja. Müssen die Prothesen dann ersetzt werden? Wenn die Prothese einmal besiedelt ist, muss sie ersetzt werden. Nur in frühen Stadien der Besiedlung oder der frühen Infektion kann es gelingen, die Prothese zu halten. Ansonsten ist man gezwungen, die Prothese zu entfernen. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man den Keim kennt, kann man das auch einseitig tun. Das heißt, man explantiert die Prothese und implantiert gleich eine neue unter entsprechendem Antibiotikaschutz, wenn man den Keim kennt. Wenn das nicht der Fall ist, ist es heute noch üblich, erst die Prothese auszubauen, dann einen sogenannten Spacer einzubauen, ein Antibiotika beladenes, handgeformtes Gelenk, was dann für 4 Wochen etwa die Funktion der Prothese übernimmt, Antibiotika in das Gewebe aussetzt und erst dann kann man die neue Prothese wieder einbauen. Das klingt wahnsinnig kompliziert und aufwendig. Wie kann man diese Gefahr denn bannen? Ja, natürlich ist es so, dass man zum einen, das ist heute ein sehr hoher Standard, dass man hochaseptische Bedingungen schafft in Operationssälen. Das ist eigentlich heute ganz klarer Standard. Aber da kommt ja die rheumatische Grunderkrankung zum Tragen. Wenn die Infektabwehr gemindert ist, ist trotzdem die Gefahr größer. Und ich sprach eben schon die Wunden an, die an Füßen zum Beispiel entstehen. Und dass von da aus Bakterien sich dann noch an der Prothese ansiedeln können, was dann mit der Operation gar nichts mehr zu tun hat, sondern mit der Phase nach der Operation. Das heißt, es kann jeden treffen? Das kann jeden treffen mit einer geschwächten Immunabwehr vor allen Dingen. Ja. Geht es da auch sehr um den Zeitfaktor, sowas ganz schnell zu erkennen und in den Griff zu kriegen? Ja, auf jeden Fall. Denn es ist so, wenn man bedenkt, dass eine Immunsuppression vorliegt, dann kann natürlich so ein Infekt auch leicht sich noch weiter im Körper ausbreiten, weil der Körper eben mit dieser Infektion nicht fertig wird. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Deswegen ist dort schnelles Handeln vonnöten und eine Kooperation von allen Ärzten, das schnell zu erkennen und effektiv zu behandeln. Und haben Sie den Eindruck, dass es in den meisten Fällen gelingt? Es gelingt in vielen Fällen. Das Problem ist, dass ein Rheumaschub bei einem Rheumatiker ähnliche Symptome hervorrufen kann und deswegen auch mal missgedeutet wird. Es ist also ganz wichtig zu unterscheiden zwischen einem Rheumaschub und einer infizierten Situation durch Bakterien. Das muss ganz klar getrennt werden. Wir haben da zunehmend gute Methoden, das herauszufinden, aber trotzdem ist es nicht immer ganz einfach. Ja, und da liegt eine Gefahr, dass diese Krankheit zu lange nicht erkannt wird, also der bakterielle Infekt zu lange nicht erkannt wird. Das ist ganz wichtig, das frühzeitig zu tun. Vielen Dank. Gerne.